Grüß euch, ich bin der Werner Koch. Ihr seid heute da bei der Firma Koch Alpin, Hersteller der Kontursteigfälle. Von uns aus gehen Steigfälle in die ganze Welt. Und wie das genau abläuft, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir produzieren seit 40 Jahren Steigfälle, haben also schon sehr lange Erfahrung. Und die Marke Kontur gibt es jetzt auch schon weit über 10 Jahre. Wir machen nicht nur unter der Marke Konturfälle, sondern auch sind ein wichtiger Lieferant für die Skiindustrie. Und ja, machen im Moment doch einen guten Anteil des Weltmarkts. Wir beschäftigen aktuell ungefähr 20 Mitarbeiter, also 8 bis 10 in der Produktion und dann noch im Lager und im Büro. Es spricht sehr viel fürs Skitourengehen und es ist nicht absehbar, dass der Trend irgendwann in naher Zukunft zurückgeht oder abebbt. Wir arbeiten eigentlich das ganze Jahr im Moment auf höchster Auslastung, weil man erstens natürlich das Lager aufbauen muss, weil man dies Menge, die man im Winter braucht, nicht erst kurzfristig produzieren kann. Dann arbeitet man sehr viel für die Skiindustrie, die alle frühe Liefertermine haben. Man arbeitet auch immer mehr im Export. Das heißt, alles, was nach Übersee geht, muss natürlich auch oft schon im Mai, Juni, Juli fertig, versandbereit und verschifft werden. Und so haben wir doch eine sehr gute Auslastung, kann man sagen, 12 Monate das ganze Jahr durch. Wir machen im Moment ungefähr 80.000 Paar, aber doch mit deutlichen Steigerungen in den letzten Jahren. Viele wissen ja gar nicht, dass das Grundmaterial eigentlich bei den meisten Fällen immer noch ein Naturprodukt ist. Das heißt, die Faser eines Steigfells ist bei uns immer noch zumindest zum Großteil oder sogar aus reinem Mohair, was also geschorenes Bergziegenhaar ist. Naja, das Besondere, was uns im Moment doch abhebt, ist, dass wir eine Klebetechnologie haben, die zwei Technologien, die es vorher so gegeben hat, eigentlich in idealer Weise vereint. Das heißt, es ist die Sicherheit des klassischen Klebefells vereint mit der leichten Bedienung eines sogenannten klebelosen Fells.